Pressekonferenz heute Abend hier am Pferdeturm zum Ligaspiel Indians gegen Preußen Berlin. Präsentiert wird die Pressekonferenz wie immer von Low and Go, dem Herrenausstatter. Heute 2625 Zuschauer hier bei uns am Pferdeturm gewesen und die Indians haben gewonnen mit 11:0 gegen Preußen Berlin. Bei mir sind wie immer unser Trainer von den Indians, Freddy Carroll, und der Co-Trainer der Gäste, Rainer Struck. Und wir starten auch gleich. Rainer, dein Fazit des heutigen Abends. Nachmittags, kann man ja eher. Ja, Fazit, ja. 2 Reihen. Kann man wenig gegen 4 Reihen der Heimmannschaft ausrichten. Wir haben es versucht und nach hinten drin war dann die Kraft nicht mehr da. Das war's schon. Alles klar, vielen, vielen Dank. Ja, Freddy, wie siehst du das Spiel heute? Oh, guten Abend. Wir haben ein bisschen, sag mal, die erste Tür Schwierigkeiten, weil manchmal, wenn man kommt, sag mal, wenn ihr vorbereitet seht und dann sieht, es sind nur 11 Mann. Wir haben 20. Man denkt, das Spiel ist vorbei, bevor die erste Bully. Ich denke, das haben wir gedacht in den ersten 20 Minuten, obwohl die Mannschaft gewarnt war. Ich denke, wir haben es im Griff nach dem zweiten, ab dem zweiten Drittel und die Jungs haben ein bisschen mehr konzentriert gespielt und war am Ende, glaube ich, mit der 11 Tore belohnt. So, wir sind zufrieden mit den 3 Punkten. Wir haben immer noch in unseren Händen Heimrecht und das ist unser Ziel und schauen wir mal nächste Woche gegen Scorpions. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, wie schafft man das eigentlich? Ihr habt ja schon ganz gut die Spannung aufrechterhalten heute Abend. Wie schafft man das, wenn man dann schon relativ früh eigentlich das Spiel für sich entschieden hat? Vielleicht kannst du ja mal einen kleinen Einblick geben. Ja, wir haben seit 2 Wochen, 3 Wochen immer gesagt, vor dem Spiel, nach dem Spiel, vor dem Training, nach dem Training, wir müssen auf unsere Konzentration auf Playoff-Niveau bringen. Und das heißt, wir müssen bereit für jeden Wechsel. Hochleistung abzurufen und das war nicht immer heute machbar, aber das müssen wir in den nächsten Spiel auf jeden Fall tun. Und wir arbeiten dran und letztendlich die Spiele, die auf dem Eis sind, wir müssen das tun. Heißt also zum Beispiel, das erste Drittel wird dann auch noch mal ein bisschen analysiert, weil in Bezug auf das Derby, sowas kann man sich dann ja wahrscheinlich nicht erlauben, oder? Eigentlich ist es, wir sind alle fit genug, es ist einfach im Mentalbereich. Man muss einfach, wie gesagt, die Leistung abrufen, auch im Mentalbereich ist wichtig. Ja, eine Frage hätte ich noch an dich. Erstes Drittel habe ich gerade schon angesprochen. Die gute Torwartleistung muss man ja trotzdem nochmal hervorheben. Klar, dass man die jetzt vielleicht nicht bis zum Schluss aufrechterhalten kann, aber es ist doch auf jeden Fall auch nochmal ein Lob wert, oder? Ja, auf jeden Fall. Die Jungs haben die ersten 20 Minuten sehr gut gearbeitet. Wie gesagt, mit 2 Reihen hältst du die 60 Minuten nicht durch, wenn die gegnerische Mannschaft mit 4 Reihen voll laufen kann. Dazu kommt noch, dass wir seit mehreren Wochen eben diese Spielermisere haben und irgendwann laufen die Jungs dann auch auf dem Zahnfleisch. Die müssen jedes Spiel bis an ihre Leistungsgrenze gehen und irgendwann macht es der Körper dann nicht mehr. Klar, aber ihr habt ja auch im Vorfeld schon gesagt, ihr kommt auch her und freut euch so ein bisschen auf die Kulisse hier bei uns am Turm. Wie habt ihr das denn erlebt? War es wenigstens schön in Bezug darauf? Oh ja, so 2.500 Zuschauer ist schon was. Schöner wird, wenn es eingewiesen werden. Ja, okay. Ja, bevor wir jetzt gleich noch zu den Fragen von euch hier kommen, haben die Buhmann-Schüler auch noch ein paar Fragen vorbereitet heute zum Spiel. Bitte schön. Hallo erstmal, wir gratulieren unserem Heimtrainer zum 11:0-Sieg und haben 2 Fragen an unseren Heimtrainer. Wie finden Sie die Chancenverwertung im ersten Drittel im Vergleich zum zweiten Drittel? Ja, das hatten wir oft vor. Es ist einfach, wie gesagt, vieles mental. Einfach, man denkt, es kommt von alleine, aber man muss auch was erarbeiten. Das haben wir getan. Im zweiten Drittel haben wir das in die Pause angesprochen, was wir besser machen müssen. Und meistens ist einfach die Konzentration, was nach oben kommt. Das haben wir getan. Dankeschön.
Hallo von meiner Seite aus auch. Und meine Frage ist, welchen Spieler fanden Sie heute besonders gut? Ja, ich denke, mein 11-0 gewinnt. Ich denke, die komplette Mannschaft. Aber es freut mich riesig für Ansgar. Er hat heute zu 0 gespielt. Und dass Tobias Mede sein erstes Saisontor. Er war Spieler des Tages gewählt von der Mannschaft, so das ist in Ordnung. So, jetzt gibt es vielleicht noch Fragen von euch. Ich sehe nichts. Keine Fragen? Okay, ja gut, dann habe ich noch eine Frage mit Blick auf das nächste Spiel, das letzte Spiel. Das letzte reguläre Spiel hier für euch, das Derby, ist sicher nicht das leichteste. Freddy, was erwartest du dir da von deinen Jungs? Ja, ich denke, wir haben ihn dreimal gespielt. Dreimal war es meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Und wir müssen einfach nächste Woche, wenn wir Heimrecht noch haben möchten, dann müssen wir das Ding gewinnen. Und ich erwarte eine andere Mannschaft als heute. Mit Sicherheit von Konzentration, Niveau und auch sag mal, Kampfgeist wird mit Sicherheit da sein. Aber nicht so viel, dass wir über die Grenze gehen, aber wir müssen auch nicht die Grenze gehen, um Skorpion zu schlagen. Hast du denn Wunschgegner für die Playoffs? Ich denke, keiner von Platz 2 bis 7 weiß ganz genau, wo die landen, beziehungsweise die Gegner. Wir müssen, jeder kann jeder schlagen, man sieht, wie eng das Tabelle tatsächlich ist und Heimvorteil ist unser Ziel. Ob es gegen Scorpions ist am Ende oder gegen Neuwied oder gegen, ist mir egal. Wenn man ein Ziel hat, man muss die Gegner schlagen. Alles klar, ja. Dann kommen wir noch kurz zu den Ergebnissen des heutigen Tages. Es gibt tatsächlich noch nicht viele, es ist eigentlich nur eins. Und zwar die Tilburg Trappers haben fast Berlin mit 9:0 geschlagen. Und ja, jetzt gerade läuft noch das Spiel Harzer Falken gegen den HSV und Halle gegen Rostock. Da gibt es eben noch kein Ergebnis. Da müsst ihr dann später nochmal gucken. Bleibt also spannend. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns hier nächsten Sonntag, 19 Uhr ist Bulli, zum Derby und letzten regulären Spiel hier der Meisterschaft. Indians gegen Scorpions, gegen Langhagen. Da freuen wir uns doch alle drauf. Dankeschön.